you see, Banffy near my lower to be. Ferry Titanic, ferry well. When Titanic went and got its load. Ach, wunderbar, wunderbar, das muss jetzt sein. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ihr auch schon dabei seid. Mann, vor euch kann man auch nichts verstecken. Ja, ich habe gerade meine Haus- und Hofrunde fertig gemacht und überkam mich so ein starkes menschliches Bedürfnis, ich konnte es echt nicht aufschieben. Oh, ich habe gerade gesehen. Sheriff ist schon wieder da. Hier der Custom Service. Anders Auto steht auch dabei. Die waren noch nicht da vorhin. Na egal. Aber euch jetzt erstmal einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Und heute ist Payday. Heute ist ein guter Tag. Denn heute gibt's Geld. Heute komme ich wieder aus dem Minus raus. So. Wunderbare Lamente. Mal los. Bremse ist drin, Kamera ist da. So. Das Puppel hat sich ein ganz klein wenig schon mal warm laufen dürfen. Wir sind ja hier in Staaten. Hier wird ja der Klimawechsel bestritten. Das ist also das Grundkonzept der Republikaner. Aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das Land ist so unfassbar groß mit so viel Natur und so viel Wäldern. Auch wenn ich immer in der Realität hier drüben bin, dann, naja, dann nimmt man das nicht so wahr. Check machen. So, wunderbar. Sehr weit haben wir es ja nicht mehr, 11 Meilen. Das hat sich gestern eigentlich kaum gelohnt, aber wie gesagt, meine Schichtzeit war zu Ende. Off Duty dann 8 Stunden Minimum. Die waren um 5 ungefähr vorbei. Bisschen hier an der Motorbremse ein bisschen was gemacht gestern Abend. Die waren ein bisschen falsch eingestellt. Also ich versuche gerade die beste Einstellung zu finden. Lämmchen aus, ne? 6 Uhr. Level ein bisschen reduzieren hier vom LKW. Kann ich aber das hier wieder ein bisschen hochnehmen. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt im Laufe der nächsten Kilometer folgen mal. Ich muss mal gucken. Ich schaffe es momentan, das nicht extra zu machen. Aber verschiedene Motorbremsen eventuell hören. Ich hatte nämlich mal eine drin, das habe ich in der letzten Folge erzählt, die war bombastisch. Ich meinte, das war die hier, aber irgendwie hört sie sich noch nicht so richtig an. Ich hatte nämlich eine, die hat wunderbar zu dieser mechanischen Klangkulisse, die hier dieser DD60-Motor, der Detroit Diesel hat.
dir wunderbar dazu gepasst. Aber das wird sich schon noch klären. So, jetzt ist gleich Payday. Ja. Endlich raus und vor allen Dingen bevor der Rito zur Arbeit geht, ist das Konto dann wieder ausgeglichen. Weil Sell Goods, die sind immer schnell in der Verweisung. So, wunderbar. So, ich soll gleich ins erste Tor, sagten sie. War ganz früh, ist noch gar niemand so richtig da. Einer, ja, der macht die Garage hier sauber, das Tor. Garage, so Quatsch, ne? So. Langsam hier. Was schiebst du denn so an? Moment, hier, ganz kleinen Rückwärtsgang. Was ich vermisse, ist die Kaffeemaschine aus meinem Kenny. Ein bisschen, ich muss mal gucken, ob ich mir nicht eine reinstellen kann irgendwie. So. Was meint er, geht schnell, weil ich blockiere hier diesen anderen Trailer? Nee, das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Auch wenn ich glaube, dass wir hier so schnell nicht mehr herkommen. Wollen wir dennoch einen guten Eindruck hinterlassen. Ein bisschen zu viel wird das Guten gerade gewesen sein. Nö, das sieht gut und passend aus. Ja, so dürfen wir. So ist in Ordnung. Bremse, Lämpchen, Anleger, Motor. Gut. Ah, das sieht auch okay aus. Ja, ich will mal gucken, ob nicht doch irgendwie ich Platz finde. Vorne nochmal nach Kabine gucken, aber so eine Kaffeemaschine, die wäre schon ganz gut. Muss ich aber auch bezahlen können, die sind auch ein bisschen teurer. So, ready when you are, sir. Good morning. Good morning. Yeah, I said good morning. Hello there. Ah, hat er nicht gehört. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Aber ich ahne schon hier bei Sell Goods, die haben meistens immer nur Rübelaufträge. Nö, ist da, nö, doch was dabei. Guck. Nach Chakima. Das ist auch eine Monster-Tour. Wir gehen mal hier durch Flagstaff und dann für, denke mal, nächste Woche kommt Utah. Wenn er das sieht, wird das nächste Woche sein, dass wir vielleicht mal so langsam in die
Richtung, oh, ich bin ja auch schon lange nicht mehr lang gefahren. Also wir sind ja viel hier oben unterwegs gewesen, aber hier ist schon so auch 232 gut vergütet. Also, Moment, ich habe ja hier die falsche. Grand Canyon, heute noch. Wann muss es da sein? Heute Nachmittag? Das schaffen wir doch locker, oder? Die nehmen wir doch mit hier. Schön Flagstaff hier vorbei. Das ist doch eine super Tour. Das ist eine super Tour hier. Kingman, Arizona, 3 Stunden. Die ist super. Was ich noch machen muss, das habe ich wegen des Pinkeln vorhin total vergessen. Das geht mal gar nicht. Aber ich habe ja elektronisches Log drin, ne? Also eigentlich muss ich das ja gar nicht mehr so eintragen. Kommt hier das Alter. Selbstverständlich mit dabei. Donnerstag, Reno. Wir haben heute Donnerstag, genau, 21 Uhr waren wir fertig. 5 Uhr waren meine Dings fertig und 0, ich glaube, 30 sind wir los. Bei Kingman. Kontostand, den haben wir heute Abend. Genau, das passt. Aber dann könnte ich hier eigentlich, ist aber eine ziemlich kleine, also besser wäre so eine Tagestour noch zu kriegen, ne? Bisschen, also wo ich ein bisschen mehr verdienen kann, weil das deckt ja gerade mal meine täglichen Kosten hier. Was haben wir noch? Arizona, einmal Milchpulver da hoch. Also. Aber 710 ist jetzt auch nicht unbedingt viel mehr. Man soll das morgen Nachmittag da sein. Das ist eigentlich auch eine sehr gechillte Tour. Eigentlich ist es die hier. Weil ich muss echt Geld verdienen. Also das ist jetzt so eine kurze und dann warten. Ich muss wirklich Geld verdienen. Deswegen nehmen wir, ja, wir nehmen die nach Roswell. Wir bringen schönes Spielzeug, da freuen sich die Kinder. Nach Roswell, auch wird gut bezahlt, 32, nur 30.000 Pfund. Und ich kann mal richtig cruisen lassen. Ist zwar nach Ampeltown, aber ja. Es ist zu gut. Also die nehme ich mit hier. Das lasse ich mir gleich draufpacken. So, wunderbar, so direkt schon fertig. Gut, schön. Hier sieht es ja rechts aus, alles okay. Ja, das sieht alles gut aus. Dann nochmal hier ein kleines Foto machen. Aus. So, thank you, sir. Have a nice day and your weekend, I also think, huh? Ah, tomorrow. Hope to see you soon. Bye. Bye, have a great time. So, wunderbar. Ich würde mal sagen, starten wir, oder? Freue mich. Ich freue mich. Ja, jetzt wollte ich allerdings auch mal gucken hier. Kaffeemaschine ist halt eng, ne, in dem Auto. Höchstens da vorne, da ist hier, wir haben ja hier noch so eine Klappe. Hier rechts. Ich weiß nicht, ob man es sieht. So, da rechts unten neben dem Fensterchen. Vielleicht da eine anbringen. Oder rechts hier von dem Dings irgendwie. Da müsste ich auch was Kleines finden. Das wäre noch mal so eine Geschichte. Kaffeemaschine dort. Ja. Das mache ich aber erst, wenn die neue Version raus ist. Please proceed to the highlighted route. Beziehungsweise jetzt spieltechnisch, wenn ich das Geld dazu habe. So. Bremse rein. Entschuldigung.
Und rum, rum, Baby. Na, komm. Jawohl. Jetzt müssen wir noch einen Trailer hier rauskriegen. Aber das sieht ganz gut aus. Ja, gut. Die Bordscheinkante erwischt. Oh, das ist auch nicht so schlimm. So, 1013 Dollar, Leute, das tut gut. Boah, los, was sind denn das für Kurven? Dann kommen ja so eine Knallkopie und dann ging, ey. Ding ist auch scheiße lang, ey. Ja, jetzt fahr doch halt. Meine Fresse. Jetzt hätte ich die Zeit im Lotto gewonnen. Das Ding ist elend lang. Elend lang. Auch da gemerkt, er ist gerade an der kleinen 5 ganz sanft vorsichtig angefahren. Oh, W900. Schönes Ding. Schönes Ding. Aber sollte man auch nicht so oft machen, das geht halt einfach auch tierisch auf die Kupplung. Keep right, then turn right. Es läuft einfach super smooth. Herrlich. Herrlich. Und ich freue mich jetzt auch so richtig auf Utah, was da kommt. Da bin ich echt gespannt, was für Standards sie dann wieder setzen. Jetzt bleiben wir mal an dem Gang, lassen das Gas auch stehen. So, und jetzt mal drüber. So, machen die 60 rein. Das reicht dicke. So heizen will ich jetzt auch nicht, denn sonst geht der Verbrauch wieder durch die Decke. Und das kann ich mir echt nicht leisten. Wickenburg in Phoenix. Wickenburg in Phoenix, das ist natürlich auch totaler Schwachsinn. Ungefähr so wie, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Bayern. Es gibt auch noch dieses Dummfragerradio, ne? Das kennt ihr doch bestimmt. Da frage ich mich dann immer, wie schaffen es diese Menschen, überhaupt morgens die Zahnbürste zu finden? Und dann auch noch zu wissen, wie man sie bedient. Okay, Kollege, ich weiß. Dann gib Gas hier mit deinem blöden Tesla, ey. Mann. Schön einen 40-Tonner hier in 80.000 Pfunder ausbremsen. Ja, das sind mir die Liebsten. Nur damit sie ein bisschen Strom sparen können. Ja, mir
fährt da vorne so ein blöder Bullenfänger, aber das Ding ist ja, der Moment, wo du so einen Tesla berührst, geht er ja in Flammen auf. Ja, ich bewege jetzt mal schön ein paar Vorurteile, Ressentiments, aber ich habe da gerade Bock drauf. So ist man halt auch als Mensch, nicht immer nur gelöst und locker, sondern manchmal auch ein bisschen gehässig. Wer nie gehässig ist, das muss ich wirklich sagen, das ist einer. Höchstens hier bei ihrem Ex-Macker. Da ist er nicht so doll drauf zu sprechen. Ja, das passt gut. 60 Miles. Lass mal ein bisschen rennen. Aber sie haben endlich die Trennung vollzogen. Das ist gut. Hat ja eine neue Wohnung auch. Spongo war auch so ein Stalker, kennst du das? So Menschen, die da nicht loslassen können. Aber den haben wir da mal zurechtgerückt. Der muss letzten Endes nur merken, dass sie nicht alleine ist oder alleine da steht. Und ja, seitdem hat sie eigentlich Ruhe. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich hier so über dieses Geld auf dem Konto, 1013, fühle mich eigentlich ganz entspannt. Hab dabei gerade dann hier auf den Tank geschaut, dachte mir, das geht ja auch noch runter, plus tägliche Kosten, die noch runtergehen. Bleibt spannend, würde ich mal sagen, mein Kontostand. Bleibt spannend. Ich denke mal, mit dem Job kannst du gut verdienen, aber reich wirst du nicht. Da musst du schon irgendwann eine große Flotte am Laufen haben, gute Verträge und. Aber da musst du erstmal hinkommen. Dieses Netzwerk musst du erstmal haben. Das habe ich auf keinen Fall. Also ich kenne zwar Jeff und Roger. Und gerade mit Jeff kann man ja viel machen. Und aber der hat selber sein Business so stark, teilen tun die das auch alle nicht. Dafür haben sie zu viel auch schon reingebuttert. Ja, und ich habe jetzt mittlerweile zwei LKWs, die vollständig mir gehören, plus so eine Tuning-Werkstatt, plus ein Gebäude. Also ich würde mal jetzt behaupten, schlecht geht es mir jetzt auch nicht. Aber Trucking könnte ruhig ein bisschen entspannter mal sein. Und da überlege ich natürlich schon, wenn der Günni mir meinen LKW wiedergibt. Ich hoffe ja, weil das, was ich hier, wir WhatsAppen ja so ein bisschen und haben uns auch angefreundet. Ja, und der ist ja total verliebt in den T680. Läuft doch alles gut. Der hat 4 LKW-Erfahrung, also der Mann kann fahren, offensichtlich. Und ich habe auch mal hinterher telefoniert, also sprich jetzt mal die Dingsstation angerufen und bei einer seiner ersten Touren. Weil manche, die disponiere ich auch mit für ihn, aber das soll er alles selber einstreichen, da will ich keine Provision haben. Und naja. Da haben wir ihm mal ein schweres Gate zugewiesen mit dem 48 Fuß Auflieger und das hat er super gemacht. Also haben sie auch zugeguckt. Da sagt er, nee, alles gut gelaufen, alles prima. Es war eine Tour von Jeff, deswegen da ging das über Jeffs Netzwerk ohne Probleme. Ja, der weiß halt, was er macht. Der fährt nicht erst seit gestern LKW. Bleibt. Bloß rechts, Kollege, bei euch weiß man nie.
Weil er sagte, der Motor gefällt ihm gut, der Cummins. X15 mit 565 PS habe ich ja da drin. Ach, der zieht wie ein Bär. Womit er sich aber erstmal anfreunden muss, das ist halt dieses ewige Geradeausfahren. Das ist halt anders als in Europa, wo du halt doch auf den Autobahnen viele Kurven hast, viele Höhenunterschiede. Ist es halt in hier in Staaten eher geradeaus, sind auch die Maschinen ja gebaut, lange Radstände, sodass sie im Grunde genommen sich eigentlich ihre Richtung selber suchen. Dreiachser in aller Regel, also die laufen einfach, die sind lange nicht so wendig wie die europäischen LKW, aber halt auch für die Straßenverhältnisse hier ausgelegt. Und was er auch sagt ist, er fährt ja in Europa auch gerne LKW, ist, er weiß nicht, wie er es machen soll oder was es für ein Gefühl sein wird, wenn er wieder nach Europa weg zurückkommt und vorne die Schnauze fehlt. Das ist, was ich meine? Also der Hauber. Also Hauber hat ja immer was ganz Eigenes. Du siehst ganz genau hier vorne, wo er zu Ende ist. Du weißt, dass er noch so ein bisschen zusätzliche Sicherheit eingebaut, einfach durch diese Knautschzone da vorne. Und das ist halt einfach ein Hauber. Also du siehst halt vorne noch das Auto. Und beim Cap-Over, beziehungsweise bei den europäischen LKW, ist es ja so, das Auto ist direkt vor dir zu Ende. Wenn man daran gewöhnt ist, kein Problem, aber wenn du auch mal Hauber gewöhnt bist, dann, naja, Hauber ist halt Hauber. Ich denke mal, nächste Tankstelle, ne? Sollten wir langsam mal. Flagstaff haben wir hinter uns gebracht. Wird schon noch was kommen. Wetter sieht gut aus. Wieder 5,8 mpg. Das sind genau die Touren, die ich brauche, um die MPG nach oben zu kriegen. 7 hat man ja schon mal, bloß jetzt habe ich natürlich einen längeren, schwereren Trailer hinten dran. Und ja, jetzt muss man erstmal die Strecke kriegen, damit sich der Verbrauch besser mittelt. Aber schön wieder vorne so ein Detroit Diesel zu hören. Musik. Der Radon ging gerade runter. Verdammt. Ich wollte eigentlich vorher noch tanken. PS4, jetzt kommt aber die PS5, ne? Die neue Xbox jetzt Anfang nächsten Jahres. Bin mal gespannt. Wir sollen ja nochmal richtigen Dinge oben draufsetzen. Ich finde die Xbox One X, die ist eigentlich auch schon recht schnell. Wenn ich das sehe, GTA 5. Ah, es läuft schon. Läuft schon gut. Das Red Dead Redemption wollte ich mir auch gerne mal zulegen. Ja, im Grunde genommen auch so ein GTA 5, nur in Western-Kulissen mit Pferden. Aber ich mag einfach diese Rockstar-Games.
auch die Reichweite. Ja, 290 Meilen noch. Eine Ladestation. Langsam jetzt haben wir mal Zeit hier für eine Tankstelle. Ich könnte mal einen Kaffee und was zu essen gebrauchen. Oh, hier kommt das Tippi. Hier wäre da was, oder? Das ist mir echt zu aufwendig, da runter zu eiern. Das will ich ehrlich sagen. Sehe vorbei. Jetzt habe ich es vorbeigehen lassen. Puh. Oh, schöner Cap Over war der. Das sah aus wie ein Argosy, der da unten steht. Okay. Ich glaube, da werde ich dann nochmal kurz schon ganz gut die Motorbremse. So. Oh, er winkt. Alles klar. Habt ihr gesehen da vorne, wie er rausgeschaut hat? Da. Hallo, Sir. Okay, ready when you are. Yeah. 68,000. Yeah. Thank you. Bye. Bei der Gelegenheit hier mal ganz kurz gucken, wo wir hier mal hinfahren könnten. Hier schlecht. Hier vorne kommt was. Ein Rastplatz.
Ja, hier werde ich mal eine kurze Pause machen. Da fahren wir noch Gallop jetzt hier vorbei und dann hier runter und dann genau. Da machen wir Päuschen. Mal 28 bis zur Anlieferung. Ein bisschen fahren darf ich heute auch noch. Aber der Nate, der hat sich ja den Mac geholt. Der steht jetzt aber auch hauptsächlich rum. Und er nimmt in Fresno einfach nur Platz weg. Aber gut, das muss er selber wissen. Mich stört es jetzt nicht. Wir haben genügend Platz. Ist ja auch ein schönes Auto. Mit seinen 400 PS. Aber hat halt einfach nur noch Geld gekostet. Er sagt, er will ja noch was dran machen. Ich finde, der steht aber so schon recht gut da. Jetzt gibst du Gas, du Arschloch, ne? So, hier vorne, hier fahren wir jetzt gleich runter. Oh, ein herrliches Land. Schaut euch mal an, wie weit man hier gucken kann. Ist das nicht fantastisch? So, wunderbar. Kann ich alles rein in den Tank, was geht. $346 habe ich noch. Also ich würde mal sagen, für $300 werden wir tanken. Dann habe ich noch ein bisschen was zum Essen hier, weil das muss man auch mal mit bedenken. Das kann nicht nur was tanken, ich muss auch ein bisschen leben. $3,06, das haben wir auch schon mal günstiger gehabt. Oh. Das ist noch richtiges Trucking hier mit der Soundkulisse da vorne drin. Da ist nicht viel mit Dämmung, Leute. Das scheppert. Und ich will mal einmal rumgehen am LKW, weil das in Ordnung ist. Hier sieht es gut aus. Jawohl. Jo, sehr schön. Hier hinten hat sich auch nichts getan, alles gut. Also da ist gestern ein bisschen rangepumpelt, habe ich hier ein bisschen von seinem Lack abgemacht. Ansonsten bei mir ist nichts hängen geblieben. Ja, ich könnte jetzt noch eine Strafanzeige oder halt eine Anzeige stellen und versuchen, ein bisschen Geld zu kriegen, aber ach. Nee, so bin ich nicht. So bin ich nicht, Freunde. Das sollen mal andere machen. So. So, $300. $323, na gut, verdammt. Dann habe ich nur noch $23, um jetzt hier zu essen. Das müsste aber reichen, das müsste ich hinkriegen. Morgen gibt es ja wieder frisches Geld.
Ist der Tank auch so weit? Naja, voll ist er nicht. 105 Gallonen ist jetzt nicht unbedingt viel. So. Ja, das Kärtchen. Ja. Nee, hier dürfen wir gar nicht. Dann fahre ich den Truck erstmal weg und dann gehe ich rein und bezahle alles zusammen. Stelle mich hier vorne einfach mit hin. Fertig. Das sehen die ja. So. Zündung. Motor. Naja, drei Viertel voll sind wir. Aber mehr war jetzt nicht. Dafür bringt es dir morgen der Auftrag 1700 Dollar. So, Freunde, ich werde jetzt erstmal Motor ausmachen. Und dann werde ich mir jetzt erstmal ein schönes Mittag gönnen. Und dann, naja, was ich halt so kriegen kann für 23 Dollar, ne? Und dann sehen wir uns nachher wieder. Da würde ich mal sagen, gibt es da was Besseres? Da gibt es ein Dings in. Was ist denn das hier? Wartet mal, ich will mal kurz mal gucken, was es denn hier alles zu babbeln gibt. Ah, steht da nicht schön da? Ja. Ja. Motel gibt es hier viele. Werbung für einen Burger ist auch geil. Wisst ihr was? Ich glaube, das hier vorne, das ist es eigentlich. Hier kann ich mir für 23 Dollar richtig ein paar Hot Dogs reinknallen. Ja, das ist jetzt auch, was ich will. Also dann bis gleich. Eigentlich könnte ich auch hier bleiben, ne? Also wenn ich hier das Hotel sehe, das sieht schon einladend aus. Von hier aus mit genügend, ja, sagen wir mal, zu trinken und zu essen, könnte man es hier auch mal aushalten danach. Aber hilft ja alles nichts. Wir haben noch 23 Dollar auf dem Konto. Wir müssen weiter. Ah. Ja, schön sieht er aus. Schön sieht er aus. Von der Schattenseite so dunkel. Oh, Volvo, okay. Und hier, ja. XL ist einfach mein Baby, was soll ich dazu sagen? Ach, schön. Schönes Baby. Schönes Baby. Da geht, wenn überhaupt, nur noch ein W900 drüber. So, ihr Schneckere hier, dann wollen wir mal das Baby starten. Please proceed to the highlighted route. Ja, ist noch früh am Morgen jetzt im Real Life, deswegen ist es, habe ich jetzt Licht ausgemacht. Also, mir wäre es das Liebste, einfach hier rumzuziehen. Eine enge Kiste. Muss man sagen, wenn man die amerikanischen Sportwagen sieht, diese, was ja früher einfach nur Muscle Cars waren, ne? Das ist nicht viel, was ich muss. Also, das ist ein echt steeper Winkel, aber da war mal hinten nur zwei Achsen. Ah, es geht noch. Alles im grünen Bereich. Schon der nächste Kollege hier, Freightliner Alarm. Aber die haben ordentlich gewonnen, finde ich. Das sieht hier, ja, das Bordsteinkante, ne? Vorne geht's raus, hier. Die haben gewonnen mittlerweile. Die sind zwar immer noch groß, die Dinger, weil so ein Sportwagen muss nicht groß sein, Leute. Das ist alles nur unnötige Masse, die du bremsen, beschleunigen und um die Ecke wuchten musst.
Das ist halt noch so ein bisschen der Nachteil bei den Kisten. Aber ansonsten sind die auch vom Erscheinungsbild, fand ich die ja schon immer cool. Na, man denkt an diese ewig langen Hauben früher, mit diesen Muzzle Cars vorne V8 drin, also wenn dann überhaupt nur V8. Hat schon was. Ich will mal gucken, dass wir heute noch ein paar Meilen schaffen. Sechs Stunden Fahrzeug, sagt das Navi, sonst noch 6,5. Aber Kaffee sparen wir mal so lange auf. Der Detroit Diesel, der kennt nix. Ja, schön. Was ich natürlich sagen muss, wir haben natürlich immer noch 30.000 Pfund drauf, aber nicht mehr die Spielsachen. Ich musste zwischendurch, weil zwei Updates kamen zwischendurch, musste ich zweimal die Position ändern, zweimal die Ladung ändern und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt auch immer noch nach Roswell, aber Fanartikel drauf, auch mit dem gleichen Lieferpreis. Bis halt in der Beta-Phase so, aber ich bin von dieser Beta hier echt begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel läuft so ganz anders, nochmal viel smoother. Also kann man sich so gefallen lassen. Weil ich noch ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumschrauben muss, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Im Grunde genommen vorher alles auf Maximum und Ultra gehabt. Kaffee tut gut, aber da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten jetzt und da muss ich noch ein bisschen rumschrauben. Aber es sieht auch so bombfortionös aus. Ja, und zwischenzeitlich ist auch Utah angekündigt für den 7. November, das heißt den kommenden Donnerstag. Ich werde mal gucken, dass ich hier die Folge so schnell wie möglich raushaue. Warum kommt die so spät? Warum ist da so viel Luft dazwischen? Ich habe große Probleme mit meinem Schneideprogramm gehabt, mit dem DaVinci. Und das heißt, du hast den ganzen Aufwand, schneidest das zurecht, das sind ja viele Schnitte, packst die Musik und ach, alles Mögliche, ne? Ist schon ein bisschen Vorarbeit für jedes Video, auch wenn ich es versuche zu automatisieren und DaVinci noch neu für mich ist und ich dann noch so die richtigen, ja, sagen wir mal, Routinen finden muss und Vorlagen mir gerade bastele, hat er dann immer irgendwo beim Rendern abgebrochen. Und das machst du dreimal, dann sind 5 Stunden für ein Video Arbeit vergangen und dann hast du irgendwann einen Hals dicke. Und so ging es mir dann und dann hatte ich irgendwann gesagt, jetzt brauche ich erstmal Abstand, bevor ich hier komplett YouTube hinschmeiße. Also so schnell wird das nicht passieren, aber man hat einfach die Faxen dicke dann. Ne? Und ja, dann habe ich jetzt nochmal ein anderes Format gewählt. Das hat nicht mehr ganz diese hohe Auflösung. Also statt zum Beispiel für dieses Video 12 GB werden hier wahrscheinlich irgendwas um die 6 GB zusammenkommen. Das ist so ein spezielles YouTube-Format, schon für 1080p, aber entsprechend gerendert. Und vorher hatte ich halt immer den Codec H264. Mein Lieblingscodec eigentlich, aber da spielt DaVinci momentan nicht so mit. Laubi hatte mir noch mal einen Hinweis gegeben, was ich noch machen könnte, das werde ich noch mal ausprobieren. Und für alle, die auch mit DaVinci arbeiten, könnte eventuell an der Autosave-Funktion liegen. Da muss ich mal gucken, wie die eingestellt ist.
Aber ansonsten wird es halt in Zukunft dann erstmal das YouTube-Format, bis halt eventuell DaVinci ein neues Update rausbringt. Ich würde mal von außen gucken, wie der Zug aussieht. Ich will auch mal so eine Aufnahme von außen machen. Ganz nett fürs Intro, ne? Aber jetzt wollen wir schön laufen lassen, jetzt wollen wir ja Spaß haben. Boah, herrlich, hier so durch die Straße zieht. Das ist richtiges Cruising, Leute. Richtiges Cruising. So, irgendwann so 19, 19.30 müssen wir dann langsam Schluss machen für die Folge, weil dann sind wir mit der Fahrzeit durch. Ich werde dann danach vielleicht das nächste Video aufnehmen, weil ich dann direkt weitermache, bin gerade so ein bisschen drin. So, hier mit dem Bus, ey, das hat mir gerade selber so ein bisschen... Hätte ich auf die linke Spur ziehen können, aber ich habe es durch den LKW, der vor mir reingezogen ist, einfach zu spät gesehen. Gerade dann so Bus halt so eng vorbeizuziehen mit 60 Meilen pro Stunde, das bin ich wohl dabei. Auch Kollege vor mir, den hat das überhaupt nicht interessiert. Wobei es kann auch sein, dass er durch den Überholvorgang das einfach zu spät gesehen hat. So, then I give you the camera back, huh? Oh, herrlich. Reiten in den Sonnenuntergang. So, und dann muss ich, wenn ich in den Sonnenuntergang reite, hier käme ein, hier wäre mein gewesen. Nee, das kriege ich nicht mehr eingebremst, das könnt ihr vergessen. Das mache ich auch nicht. Moment, wir können ja auch hier nach Roswell ranfahren. Aber ich glaube, ich bin wahrscheinlich schneller hier, wenn ich hier weiter reite, als hier über Umwege hier unten, na, wenn überhaupt hier irgendwie. Wir reiten jetzt hier durch, dann ist es jetzt so. Hier hätte ich einen Bau. Oh, wartet mal, hier Albuquerque. Hier ist einer. Oh Gott, deswegen, wie komme ich denn dahin? Ja, eigentlich ganz einfach. Hier lang. So, ja, das machen wir. Dann stellen wir uns hier bei Albuquerque hin. Vielleicht treffe ich ja dort den Rubber Duck. Und ich brauche das Geld noch dringend vor morgen Mittag. Ja, okay, dann left ich hier weiter. Also hier ist schon eine, die geht hier raus und wir können schon mal einen Speed rausnehmen. Oh, hier 5,9 mpg. Das ist gut. Keep right. Okay, jetzt leften wir hier Richtung Santa Fe. Wonderful. Das haben wir nicht alle hier gestaunt, ne, als hier New Mexico rauskam. Und es ist immer noch schön. Und jetzt sind wir schon bei Utah. Zwischendurch kam Washington, Oregon vor Washington. Und jetzt kommt Utah. Ich bin echt gespannt. Ich habe richtig Gänsehaut da.
vermutlich werde ich mir nennt mich bekloppt, aber vielleicht zum weiteren Urlaub nehmen, um einfach ein bisschen einen Spend driven zu können. Oh. Ja, passt alles, passt alles. Ja, Kollege will. Okay. Also der Motor ist laut hier drin, aber ich finde, es passt irgendwie auch zum Classic. Ich habe mir lange überlegt, ob ich den Soundmod, kann es ja auch ein bisschen im Spiel auch ändern, aber auch ein bisschen umschreibe, einfach so bestimmte Sounds im Motor, das geht ja schnell zurücknehmen. Aber es passt und er agitiert halt auch die ganze Zeit meinen elektrischen Stuhl. Ich finde, das passt einfach. Diese Fahrzeuge sind akustisch noch nicht so gedämmt. Und du wirst auch sicherlich in den Fahrzeugen die Schwingungen des Motors noch ganz anders spüren. Deswegen finde ich es eigentlich authentisch. Aber wir wollen ja nicht ganz dieser Linie folgen, wir wollen ja hier zum Rasthof kommen. Jetzt rechts rum. Ah ja, wunderbar. Das passt doch. Das passt. So, also hier macht man Righty. Gehen gleich in die 3. Da unten sieht, ach nee, ich wollte schon sagen, es sieht auch noch ein Autohof aus. Aber das ist ein Speditionsgelände, ein Logistikgelände. Hier müssen wir mal sagen, wenn der Motorsound für euch zu laut ist, dann kann ich das auch so ein bisschen noch im Schneideprogramm bzw. auch im Aufnahmeprogramm ein bisschen runterregeln. Aber ich finde irgendwie, es passt so. So. Fuel haben wir genug. Auf der anderen Seite kann ich mir sowieso keins leisten. Du hast, Mann, was soll denn das hier? Fahr doch halt, hast du eh Vorfahrt. Ich meine, der war da eh nicht anders geregelt, ne? Ja, stellen wir uns jetzt schön zum Kollegen. Noch gibt es genügend Plätze. Da steht ein Volvo, ist das ein Kühler? Ne, da ist ein halbes Haus drauf. Oh, hier neben dem Mack stellen wir. Ach, jetzt sage ich das auch schon wieder Mr. Binfold. Wir stellen uns hier neben dem Mack. Da komme ich dann morgen noch schnell raus. Komm mal hier rum. Komm mal hier rum. So, komm, Baby. Schon mal Warnblinker an. Oh, das ist auch der letzte in der Reihe, das passt. Dann habe ich nur den Mac neben mir. Wobei natürlich die Aussprache Mac ist insofern nicht verkehrt, als dass trotzdem jeder weiß, was gemeint ist. Bisschen dürfen wir noch. So, reicht das? Stopp. Gut. Lass mal aus hier, dann machen wir Motor aus, dass wir die Kollegen nicht stören in ihrer Ruhe. Wobei, die hassen mich wahrscheinlich sowieso schon, weil ich hier mit Motorbremse reingekommen bin. Ja, Baby, atme erstmal richtig aus. Das machst du genau richtig. Jawohl. Ah, Freunde, das war ein langer Tag. Ich will nochmal wenigstens einmal um den LKW gehen, das will ich mir sowieso mal angewöhnen, ob alles in Ordnung ist. Auch wenn die Lichtlein schon aus sind, aber da ist nie Steinschlag oder irgendwas mitgenommen und so weiter.
Weil wir tragen eine ganz schöne Verantwortung. Das sind 80.000 Pfund, die wir hier fahren. 40 Tonnen. Vom Gewicht her auf der Straße kommen wir mal von Schwertransporten abgesehen. Aber wenn überhaupt, selbst fahrend regulär, nur noch die Panzer hinter uns. Also das ist schon da. Gerade die Leute unter euch, die wirklich mal eine Kraftfahrerausbildung vor sich haben oder es wirklich machen, seid euch immer der Verantwortung bewusst, die ihr da tragt. Ihr fahrt sehr große, lange Züge mit sehr, sehr viel Gewicht. Und da müsst ihr immer darauf achten, dass alles in Ordnung ist, dass von eurer Seite aus wirklich alles okay ist. Gut, Freunde, dann will ich gar nicht so lange rummachen jetzt, weil ich will gleich schon das nächste aufnehmen. Ich freue mich drauf, ich bin wieder voll drin. Und wir sehen uns dann, ne? In der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Bis dahin, euer Tom. Ciao.